Ja, etwas klüger. Du liest einfach. Ich frage mich, wie er zur Polizei gekommen ist. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Truthahn, eine Rachegeschichte über einen Truthahn mit Superkräften. Sehr zu empfehlen. Er ruft denn ausgerechnet zum Abendessenszeit an. Finger weg vom Truthahn, bis alle bereit sind. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wenn ich auch nur einen Kratzer an diesem Truthahn sehe, werfe ich ihn hinaus zu den Waschbären im Pool und anstelle eines Filmabends sehen wir ihn beim Essen zu. Boah, das war eine Drohung. Sie meint es ernst. Hallo? Bla 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 bla. Oh, es ist für dich, Francis. Hallo? Tut mir leid, dass ich zu so einem ungünstigen Zeitpunkt anrufe, aber der Chief hat einen dringenden Fall für dich. Okay, Dooley, schnapp dir deine Hose. Von wegen, schönster Tag des Jahres. Er saß ohne Hose da? Hose? Gott. Was ist überhaupt passiert, Detective? Es gibt Proteste vor dem Haus eines Bürgers. Proteste? Warum schicken Sie dann nicht mehr King? Er knackt doch so gerne Schädel. Der Chief glaubt offenbar nicht, dass Schädelknacken hier funktioniert. Na gut, ein Truthahn bleibt 2 Stunden lang warm und die Fahrt dauert 15 Minuten, also gebe ich diesen Fall maximal 90 Minuten. Hallo Atanase, wie erschafft deine Grafikkarte bei dem Spiel? Was um alles in der Welt? Geister! Was wollen wir? Weiterziehen! Wann wollen wir es? Jetzt! Okay. Das hat ein Point and Click, ne? Zugenagelte Fenster können euch wahrscheinlich nicht abhalten. Wir sind tot, aber nicht unverschämt. Wir sollten nicht wegfahren, bevor wir wissen, was hier los ist. Jetzt verstehe ich, warum Schädelknacken hier nichts bringt, weil es Geister sind. Weiterziehen, dann geht er zu Netto! Zugenagelte Fenster. Achso, das haben wir. Okay. Was ist hier los? Wir wollen weiterziehen. Wir haben es satt, Geister zu sein. Es ist ewig her, dass wir gestorben sind. Diese Zwischenwelt erstickt an Bürokratie und der Mann dahinter, der hier wohnt, ist daran schuld. Was auch immer er getan hat, wir wollen, dass er es rückgängig macht, damit wir weiterziehen können, wohin auch immer. Wo habt ihr eigentlich die Schilder her? Ich habe nichts, was ich hochhalten könnte. Ich war in einem Auffahrunfall mit 2 Lastwagen verwickelt. Einer hatte Holzpfosten geladen und der andere Papierkartons. Wow, Chloe, wow. Aber du hast es verstanden, sehr gut. Ich habe meins vom Geist eines Aktivisten geklaut. Er hat damit protestiert, allerdings friedlich, also habe ich gewonnen. Wow! Oh, hey! Hi. Siehst gut aus. Danke, lange nicht gesehen. Ja. Unangenehme Situation, oder? Ein bisschen, ja. Es war wirklich nicht so gemeint, aber ich habe dich wohl buchstäblich geghostet. Wirklich? Oh ja, ich wollte gerade anrufen und dann ist das hier passiert und bis ich diese Form angenommen habe, ist so viel Zeit vergangen, dass es irgendwie auch schon zu spät war. Ich verstehe, du bist also jetzt ein Geist? Nicht mehr lange, hoffe ich. Man unterschreibt eine Petition, tritt in die Gespukschaft ein, spukt in einem Haus herum, aber es ist schwer zu sagen, ob das alles so irgend zu irgendwas führt. Oh Gott, und geghostet, was zur Hölle. Wie gesagt, dieses Spiel ist mega geil. Das ist der zweite Teil davon. Gibt es auch immer Bonusinhalte und ich habe gesehen, dass da 2 neue Fälle unten sind. Also die noch nicht draußen sind, aber das ist ein neuer Bonus, der irgendwann dazukommt. Das Spiel ist schon echt super. Dem Humor. Kann ich mega empfehlen. Ich würde ja die Daumen drücken, aber dann gehen sie einfach durch meine Hand. So, wir gehen mal rein. Gary? Gail? Oh, ich schätze, das Spiel ist aus. Lassen Sie euch das einfach mit nach Hause nehmen? Ja.
Oh, wir müssen uns so umkrempeln und an jemanden in der nächsten Schicht weitergeben. Meine Stirn ist vom Schweiß vieler anderer Polizisten benetzt. Warte mal. Ist meine Cam eigentlich im Weg, ja, oder? Passt hier unten besser, oder? Oder hier, liebes? Ist da unten besser, oder? Danke für die Information. Hey, wir sitzen doch alle im selben Boot. Tun wir das? Ich weiß nicht, vielleicht? Ich will ja nicht angeben, aber meine Lampen haben Lampenschirme. Dulli, halt dein... Den habe ich für den Kleinen besorgt. Er hat ihn nie aufgemacht. Keine lockeren Schrauben, verrostete Klingen oder ölgetränkte Lumpen weit und breit. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Jungen noch machen soll. Wer ist das Kind? Das ist der Kleine. Was ist das denn für ein Name? Er ist ein schwieriges Kind. Ständig widerspricht er seinem Vater mit schlagfertigen Gegenargumenten und schlüssigen Argumentationen. Ich bin selbst schuld. Ich hätte ihn nie zu diesem Debattierclub gehen lassen sollen. Jetzt ist er ein echtes Artikulationsmonster. Geil. Detective, da ist dein Fuß drin. Schon in Ordnung, das ist meiner. Gary hat da etwas missverstanden. Ich frage nicht gerne, aber war der Strumpf schon immer rot? Nein. Okay, das ist ein Hinweis, dass wir jetzt ganz schnell wieder gehen sollten. Ganz schnell. Heist Giveaway. Warum kann ich sie ohne magische Brille sehen? Das liegt an dem Ritual, mit dem Gary uns zurückgeholt hat. Seitdem sind wir sichtbar. Den habe ich aus Teilen von anderen Bäumen zusammengebastelt. Mein Gary ist ein begnadeter Handwerker. Da unten sind Kisten, die seht ihr gerade nicht wegen meiner Cam. Sind das Kisten voller Quittungen unter dem Baum? Die sind für den Kleinen, er hat gerade seine rebellische Buchhalterphase. Ich erinnere mich, nächtelang in Bilanzbüchern schmökern, weggeworfene Kassenbelege aus Mülltonnen sammeln, sich heimlich davonschleichen, um Linien zu ziehen. Hm? In meinem Tabellenkalkulationsprogramm natürlich. Oh. Was zum Teufel? Was ist denn hier schon wieder los, ey? Ah, das mit dem Baum haben wir. Der zieht Lines. Ja, Dark, da bist du wieder direkt vorne. Oh, eine Bitbox. Bitte, Bits? Eine Bitbox darf in keinem Handwerkerhaushalt fehlen. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, eine zu haben. Kann ich mir ein kleines Souvenir nehmen? Nur zu. Heizelement habe ich jetzt. Bis er die Nase davon voll hat. Ja, Dark, ist so klar. Hab ein paar Katzenbilder in Discord geblasen. Hust! Ja, ganz viel Katzenbilder. Okay, dann reden wir jetzt mal mit Gary. Also, wollen Sie uns erklären, was hier los ist? Nicht wirklich. Okay, tschüss, der Auftrag ist erledigt. Auf Wiedersehen. Warum sind vor Ihrem Haus Geister? Es könnte sein, dass ich das Jenseits zerstört habe. Was? Ich wollte mein Geld zurück. Sie ist das Wichtigste in meinem Leben, Detective. Und der Kleine ist seit ihrem Unfall in der Sprengstofffabrik so komisch geworden. Im Nachhinein war das ein denkbar schlechter Arbeitsplatz. Haben Sie es zerstört? Nee, ich glaube nicht, Bechtel. Der Unfall war ein Knaller. Vor Monaten habe ich in der Telefonzentrale gearbeitet. In einer Kneipe habe ich dann gehört, dass man von dort mit der anderen Seite sprechen kann. Kurz gesagt habe ich rübergegangen. Was? Kurz gesagt habe ich rübergegangen. Also er ist rübergegangen und hat ein Kärtchen aus ihrer Nummernmaschine gestohlen.
Es kamen ständig neue Geister an, aber das System darauf gewartet, dass derjenige mit der aktuellen Nummer, also ich, zum Schalter kommt. Habe ich aber nicht gemacht. Heiße Kiste. Ein altes Spiel, Spiel komplett aus Videosequenzen. Okay, das klingt mega interessant. In der Zwischenzeit hat sich ein Haufen Geister angesammelt. Irgendwann waren es so viele, dass sie auf unserer Seite durchgebrochen sind und ich meine Geld zurück hatte. Und jede Menge andere Geister, die gar nicht zurück wollten. Das auch. Wie sind sie überhaupt dorthin gekommen? Irgend so ein Typ hat mir geholfen. Ein mystischer Kerl namens Mr. Wang, stimmt's? Sie kennen ihn? Er hat mir gezeigt, wie man eine Hintertür ins Jenseits erschafft. Hintern halt. Vielleicht kann er mir das auch zeigen, wenn ich die Maschine repariere. Kann ich vielleicht dafür sorgen, dass die Geister wieder vorankommen? Bitte, Detective, falls Sie die Sache in Ordnung bringen, lassen Sie mich meine Geld behalten. Ich werde es versuchen, Gary, aber ich kann nichts versprechen. Okay. Das habe ich mit Holz, Benzin und einer Lötlampe gebaut. Wo haben Sie das alles gelernt, Gary? Ich wünschte, ich wäre handwerklich auch so begabt. Ich glaube nicht, dass Patricia das zu schätzen wüsste. Apropos war... Rob! Okay. Dann gehen wir mal zuerst zur Telefonzentrale, ne? Guck mal, schneit! Abfall. Aus irgendeinem Grund hatte ich an Weihnachten fröhlicheren Müll erwartet. Vielleicht ein paar Lichterketten oder so. Was ist mit dir? Was ist mit dir, Dule? Geh einfach und... Achtung, da dieser Ort von einer Regierungsorganisation zerstört wurde, mussten die Arbeiten vorzeitig abgebrochen werden. Die Regierung übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliches Ableben aufgrund eines Besuches dieses Ortes. Das klingt doch voll einladend, oder? Da ist ein Riss. Alte Kabel. Wenn ich mir vorstelle, dass hier alles zerstört worden wäre, bevor ich dich angerufen habe, du wärst immer noch in der Darkside gefangen. Detective, ich habe keinen Schimmer, wovon du redest. Hast du beim Abendessen getrunken? Hä? Was? Was ist mit dir? Wir haben dich gerettet. Was ist mit dem? Oh Mann. Also wer das komplette Spiel sehen möchte, entweder selber kaufen. Es gibt Teil 1 und 2. Oder auf YouTube gucken. Ich mach mal einmal Werbung. Bei mir. Kalt, Liz? Es geht gerade. Ich habe Hausschuhe an. Meine Füße sind auf jeden Fall warm. Es scheint immer noch Wasser zu diesem alten Rohr zu fließen. Okay, okay. Der Riss, den Gary erwähnt hat. So sieht also das Tor zur Hölle aus? Nicht zur Hölle, sondern zum Jenseits. Ich wurde irisch-katholisch erzogen, Detective. Das Jenseits besteht aus Himmel und Hölle und niemand ist gut genug, um an irgendeinen dieser Orte zu kommen. Ah ja. Warum hat das hier bisher niemand bemerkt und gemeldet? Twin Lakes hat viele Probleme, aber Petzen gehört offenbar nicht dazu. Okay. Das ist noch einer der sauberen Abrisse, die von der Stadt durchgeführt wurden. Stimmt. Ich kann hier aber nichts weiter machen, oder? Da kann ich aber nicht rein, oder? Wahrscheinlich muss ich vorher was anderes machen. Und zwar, wir gehen erstmal zum Pier, wir gehen zu Mr. Wang. Roboter-Truthähne. Oh nein. Diese Roboter-Truthähne sind eine wunderbare, fleischlose Alternative zum Weihnachtsessen. Und als kleines Extra ist ihre Tötungsmodus standardmäßig ausgeschaltet, glaube ich jedenfalls. Was, ein Tötungsmodus? Alter! Das ist ja wunderschön, ein tolles Geschenk und so. Oh Gott, ey. Ich habe gerade verstanden, den Riss, den Chloe verursacht hat. Was? Okay.
braucht man. Ja, oder? Gibt sogar zwei. Ich verlose gerne. Ah, Husten und Lachen ist scheiße. Das ist eine blöde Kombi. Norm Bearson. Oh, das ist schon wieder so ein Ubisoft-Entwickler, ja. Hallo, meine lieben Mitmenschen. Ich hoffe, ihr genießt die elende Kälte um diese Jahreszeit, anstatt Winterschlaf zu halten wie einer dieser albernen, kuscheligen Bären. Ich kann mir jedenfalls nichts Schöneres vorstellen, als den halben Tag durchnässt zu sein und den Rest des Tages auf eine Therapielampe zu starren, um überhaupt noch irgendwas zu fühlen. Wir als Spezies wissen eben, wie man das Leben genießt. Glaubst du, dass der Captain, der das zum Steuern benutzt, lange Beine oder lange Arme hat? Antwort C. Normale Arme und Beine, aber einen langen Oberkörper. Eine runde Zuckerstange. Schlick? Nein, doch nicht. Oh, der leckte mal an allem rum. Du liest Kacke. Hier ist Mr. Wang. Aber wir gehen nochmal, warte, wir gehen nochmal zurück. Spielentwickler suchen Arbeit. Bitte rufen Sie an. Im Ernst, rufen Sie an, bitte. Wir sind verzweifelt. Bitte, bitte. An allem rumlecken. Ja, der hier macht das wirklich. Das ist schlimm. Wo das mag. Wir laufen die Geschäfte, seit der Werbespot gesendet wurde. Nicht schlecht, danke nochmal. Das sind winzige Kameras, mit denen ich euer Zuhause ausspähe. Das kann unmöglich legal sein. So, ich mache ja nichts, ich mache es ja nicht heimlich, sondern gebe es offen zu. Wow! Was hat ein Holzklotz in einem Technikgeschäft verloren? Das ist ein Zuhl-Holzklotz. Er wird mit Seen betrieben und kann beinahe ein Wesen beschwören, das das Ende der Welt herbeiführt. Das brauche ich, das brauche ich! Das scheint mir ein Technikgeschäft trotzdem fair am Platz zu sein. Was ist das? Ich habe gehört, dass smarte Gläser der neueste Trend sind. Ich hätte mich besser informieren sollen, bevor ich haufenweise von den Dingern gekauft habe. Wollen Sie eins haben? Geht aufs Haus. Anders werde ich sie sowieso nicht los. Gerne. Ja. Ich habe jetzt ein smartes Glas. Kann man das kombinieren? Humbug. Okay. Ach, Little Jim, ach, Little Jim. Da steht, bin über die Feiertage nicht da. Der Wahrsageautomat hat... Okay. Weihnachtskekse? Man muss den Leuten geben, was sie wollen. Kekse! Keksdose, niemand hat ein Geschenk für dich. Ich habe mich immer gefragt, was in dieser Kiste ist. Anscheinend ist es eine Abfallkiste. Was ist da drin? Keine Ahnung, das ist eine Überraschung. Jedenfalls sind darin keineswegs irgendwelche Beweise, die ich loswerden müsste. Können Sie es sich leisten, alle zu kaufen, um es zu überprüfen? Sie wissen genau, dass ich das nicht kann. Was ist das? Oh, das ist ein großer Geht's dir nichts an aus Messing, der ist unverkäuflich. Wollen Sie ihn kaufen? Wenn nicht, sehen Sie ihn nicht an. Diese Lichter haben nicht wie, unendlich Lumen zum Ausstrahlen. Was ist dieses süße Tierchen? Das ist meine Katze. Ah, ja. Das soll ein Gremlin daran angelehnt, oder? Die Katze, ist klar. Was wollen Sie? Haben Sie hier... Sie haben hier nicht... Was? Haben Sie hier nicht Hausverbot, weil Sie diesen armen Mädchen das Geschäft ruiniert haben? Was hast du gemacht? Ich? Wang, Sie haben mich dazu gezwungen. Sehr glaubwürdig. Ein Polizist, der sich von einem einfachen Ladenbesitzer wie mir etwas vorschreiben lässt. Das hat da recht, Detective. Du bist auf meiner Seite, Mann! Wang, wir haben Sie Gary geholfen, ins Jenseits zu gelangen. Ich muss auch dorthin und in Ordnung bringen, was er angerichtet hat. Gibt einen Riss, aber ich kann ihn nicht betreten, weil ich lebe. Ich würde gerne für eine kurze Zeit nicht leben. Ich kann das gerne, also... Oh, dabei helfe ich Ihnen gerne. Was, wirklich? Ja, eine irische Geisterfamilie ist in das Apartment nebenan eingezogen und hält mich mit ihrem Gejammere die ganze Nacht wach. Nehmen Sie die Brennblase dort.
Damit können sie ihre Seele aus ihrem Körper destillieren und dann können sie Garys Riss verwenden. Okay. Gremlin, ja. Gremlin hat mich hier gerufen. Einen Riss betreten in einen dunklen Feuer. Oh nein, nein, daran denken wir jetzt nicht, Brauli. Ich hab auch dran gedacht, aber ich habe nichts zu gesagt. Und ich kann wieder zurückkommen? Ich nehme es an, ich bin nicht etwa ein Horoskop? Sie bestehen aus drei Teilen. Dem Körper, der Seele und dem Klebstoff, der beides zusammenhält. Jetzt erinnere ich mich an Leim. Was Phono gestern die ganze Zeit geschrieben hat. So kommt das wieder zusammen. Hahaha, Wortwitze. Solange Klebstoff übrig ist. Phono, wir brauchen dich! Und genügend haftet, sind sie auf der sicheren Seite. Übrigens werden sie einen Behälter für den Klebstoff brauchen. Der Porno-Chat wieder eröffnet? Oh, Hilfe, ey. Wo ging das denn hier weiter? Ich weiß das gar nicht mehr. Komme ich nicht weiter? Ach, die Brennblase. Was ist denn die Brennblase hier? Ich weiß, dass wir beide Erzfeinde sind. Das stimmt nicht. Und dass ich der glitschige Aal bin, den sie einfach nicht zu fassen kriegen. Auch das stimmt nicht. Und jetzt helfe ich ihnen aus der Patsche, aber es hat mir großen Spaß gemacht, dieses Katz-und-Maus-Spiel immer wieder zu gewinnen. Wobei ich sowohl Katze als auch Maus bin. Ein unberechenbarer Katze-Maus-Hybrid. Und sie sind ein Beobachter, der zu verwirrt ist, um mich zu fangen oder von mir gefangen zu werden. Worauf wollen sie hinaus? Aber ich fühle mich sentimental. Ich will nicht, dass unsere Geschichte so endet. Wir haben keine Geschichte. Also gebe ich Ihnen einen gut gemeinten Rat. Wer auch immer auf Ihren Klebstoff aufpasst, sollte jemand sein, auf den Sie sich verlassen können. Oh nein, das ist alles so falsch. Ich mach's. Wir sind verloren. Wir werden nie wieder aus dem Jenseits zurückkommen. Nie wieder. Wir hatten eine Menge Spaß. Er sagt selber, dass es vorbei ist. Wenn wir das Dule geben, ist vorbei. Sogar er weiß das. Ah, geil. Ich stecke das einfach hier rein. Irgendwie wird das Ding schon befestigen und das Gerät ist wieder wie neu. Oh mein Gott, ey. Was ist denn los hier? Falls du irgendwann kein Detective mehr sein willst, könntest du immer noch als Handwerker arbeiten. Ah ja, so nennt man das also. Immer noch eine Brennblase, jetzt mit Heizfunktion. Wunderschön. Leben Sie wohl. Hättest du nicht eine Jacke anziehen sollen? Warum? Ach, nur so. Bitte was? Hallo Stevas, alles gut? Du hast immer diese Spielelist, oder? Ja, es ist furchtbar, oder? Humbug! Wie ist denn den Kleber her? Den... Ich hätte lieber Kohle in meinen Strumpf. Was?
Weißt du, du hast mit mir geschimpft? Dani? Ich muss am Pier noch irgendwas machen, oder? Ich hätte gern so einen Truthahn. Ich brauche jetzt noch irgendwie Kleber. Also ich denke mal. Ach, das hat sie was geschrieben. Aber ich habe doch gesagt, ich stream 2 Tage. Mache ich jedes Jahr zu Weihnachten. Und abends ist sowieso hier nichts los, also. Ich habe heute mich um meinen Nachbarn gekümmert. Der ist nämlich gerade komplett alleine. Also ich habe mich schon um jemanden heute gekümmert. Was genau soll ich jetzt machen? Das ist jetzt repariert. Kümmert sich ja auch um uns. Unser zweideutiges Denken braucht auch Input. Ja, das stimmt. Weil Weihnachten ist ja immer noch und ist nicht für jeden so cool. Deswegen, ja, ich kümmere mich auch um euch. Wo kriege ich aber Klebstoff her? Klebstoff, Klebstoff. Sag ja, ich brauche Funo. Der muss mal kurz herkommen. Der hat doch mal Leim bei. Klebstoff. Diese Klebstoffschnüffler. Kissen, Quittungen, ja, das haben wir auch schon. Ich dachte, er hat vielleicht irgendwie Kleber, weil er so handwerklich irgendwie drauf ist. Ich bin ganz ehrlich froh, dass Leute wie Leiser gibt, ansonsten würde ich die Wände hochkriechen. Oh Gott. Die stehen mir gerade gruselig vor. Aber ich weiß, was du meinst. Wo ich noch nicht gestreamt habe, war ich auch froh, selber mir Let's Plays von anderen oder Streams anschauen zu können. War ich auch sehr froh. Hallo Leo, ich wünsche dir auch frohe Weihnachten. Hat jemand eine Idee, wo ich Kleber herbekomme? Weil ich bin anscheinend ist hier gerade irgendwie... Bei dem Spiel musst du halt sehr anders denken. Du musst sehr, Die Lösungen sind manchmal einfach so, dass du dein Kopf auf den Tisch schlagen möchtest, weil es einfach total dämlich ist. Ja, der will gerade seinen Kleber nicht loswerden. Brauchst du Leim? Ja. Wo könnte ich das hier abmachen vielleicht? Ist halt nichts. Oder muss ich das hier an dem Rohr ranmachen? Wenn ich das hier anschließe, sollte die Brennblase funktionieren. Ah, okay. Ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, wäre das ziemlich enttäuschender Fall. Der Riss, den Gary erwähnt hat. Dann wollen wir mal. Oh, wow. Ich habe gedacht, ich muss irgendwas finden. Okay. Wir sind jetzt erstmal tot, ne?
glaube, es hat funktioniert. Soll ich einen Notarzt rufen? Nein, tu das nicht, du... Nein, das sollte ich nicht. Das ist genau das, was passieren sollte, oder? Wie unheimlich. Ich hoffe, es geht dir gut, Detective. Warum kann er mich nicht hören? Garys Ritual hat Geister sichtbar gemacht. Es sei denn, willst du mich veräppeln, Dole? Oh ja, definitiv. Und jetzt löse diesen Fall. Mein Truthahn bleibt schließlich nicht ewig warm. Na gut. Ich gehe jetzt dadurch, dadurch. Pass auf meinen Körper und meine Essenz auf, Dole. Oh Gott. Detective, für wen hältst du mich? Natürlich mache ich alles, was du von mir verlangst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Bei Dole habe ich Angst. Also gut, das Jenseits. Hoffentlich dauert das nicht allzu lange. Komm aus dem Lachen nicht raus. Ja, das Spiel ist dafür echt gut. Warte, ich speichere mal kurz. Und ist die Musik zu leise? Bisschen besser? Oder noch lauter? Das war noch am alten Rechner, da war das dann schon ziemlich laut. So geht's, oder? Sag mir einfach Bescheid dann. Könnt ihr aber ruhig auch von alleine sagen. Wenn irgendwas mal zu leise, zu laut ist. Am Ende liegst du gleich nackt in einer Bahnhofstoilette. Ist das Lametta? Flötet der gerade und da ist eine Kobra, okay. Urinbecher. Wo bin ich hier? In Jenseits gibt es Drogentests? Warum nimmst du den Urinbecher? Hier sehen wir die Vorfahren der Sensenmänner, die Rechenmänner. Damals war die Seelenernte weitaus unangenehmer für alle Beteiligten. Na dann mal Prost. Wie nein? Nicht ansprechen, ich kann nicht gleichzeitig sprechen und Flöte spielen, um sie zu beruhigen. Nicht die Schlange streichen, sie ist verärgert. Was soll die schon machen? Mich beißen? Ich bin sowieso schon tot. Oh, der Herr mit den komischen Frisuren ist wohl ein Besserwisser. Was ist an meiner Frisur komisch? Hören Sie, natürlich kann sie nicht töten, aber sie ist trotzdem giftig. Sie werden den Schmerz fühlen und zwar ohne irgendwann durch den Tod erlöst zu werden. Glauben Sie mir, ich spreche aus Erfahrung, das würde Ihnen nicht gefallen. Ist sie immer so? Nein, sie ist nur hungrig. Wir sind schon sehr lange hier und ich habe keine Snacks eingepackt, bevor sie mich getötet hat. Hallo M. Frohe Weihnachten, dir auch. Nummernmaschine. Ein Kärtchen zu ziehen wird mir nicht weiterhelfen. Ich muss irgendwie die Nummernanzeige umschalten. Sieht aus, als hätte es sich beim Löschen eines Feuers selbst ausgelöscht. Es hängt bei der Nummer für das Kärtchen fest, das Gary gestohlen hat. Hallo, ist da jemand? Ich möchte Ihnen über die Nummer, über die Nummermaschine reden. Psst, Sie verärgern die Schlange. Warum kommt niemand zum Schalter? Über die Feiertage geschlossen. Aber ich kann die Leute sehen und hören. Wir machen eine Feier, bevor sie in den Urlaub gehen. Es ist ziemlich wild geworden. Ich kann nur versuchen, diese Schlange zu beruhigen, damit sie auf niemanden losgeht. Hm. Ich sehe da drin ein türkisfarbenes Portal. Wenn ich das dazugehörige andere Portal finde, kann ich ins Büro gelangen und die Nummernanzeige umschalten. Hier ist es ziemlich trostlos. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Gebiet verlassen. Fenster. Ob das zum Büro führt oder zum Portal, das zum Büro führt? Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Okay. Was ist da drüben? Was zur Hölle?
Was? Was? Was geschieht hier gerade? Dieses Ding gefällt mir gar nicht. Seine vielen Augen sind alle auf mich gerichtet. Die Musik dabei gerade. Okay. Zirpgeräusch. Von da drüben ist ein Zirpen zu hören. Sind das Grillen? Ich will nicht riskieren, dass mich noch so ein Ding auftaucht. Ja, dann wirst du... Ja. Kann ich die einsammeln? Tut mir leid, Jungs. Ich hoffe, ihr habt euer Testament gemacht. Geistergrille. Hast du Hunger? Im ganzen Jenseits gibt es nicht genug Grillen, um dieses Ding zu füttern. Ich gehe mal wieder rein. Hier, kleine Dame. Ja. Guck mal, die Schlange geht wieder zurück, hat Futter gekriegt und das kann man alles sehr zweideutig und falsch verstehen, aber ja. Darf ich sie jetzt streicheln? Sicher, von mir aus können sie auch einen Geistergürtel aus ihr machen. Tut mir leid, ich bin nur immer noch sauer, dass sie mich gebissen hat. Alaskanischer Stierwurm. Ach, shit. Danke dafür, ich habe eine Ewigkeit diese Flöte gespielt. Ich dachte schon, mir fallen die Backen ab. Würden Sie sie vielleicht massieren? Oh nein! 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 Ich habe nichts zu trinken hier. Ich weiß, ich gehe jetzt. Gut, hier halten Sie das, während ich das selbst tue. Oh Gott! Jetzt habe ich seine Flöte. Warte mal. Wisst ihr, was ich glaube, was wir jetzt machen müssen? Hoffen wir, dass es klappt. Ich schätze, ich kann jetzt daran zu diesem Fenster hochklettern. Das fühlt sich nach nicht wie ein großer Sieg an. Oh nein! Besteige den Wurm! Wirklich! Hier sind eine Menge Portale, aber außer einem scheinen alle geschlossen zu sein. Ach du Scheiße. Falle einer bösartigen Seele, Glas zerbrechen. Wofür ist das? Okay, die Grauen sind wahrscheinlich zu, ne? Bin ich in der Zeit der Höhlenmenschen? Psst, das kann jeden Augenblick passieren. Nimm Platz, Platz nehmen. Im übertragenen Sinne, wir hatten keine Zeit, Sitzplätze zu meißeln. Was passiert hier? Apropos Backen. Psst. Warum keine Clips? Oh, ich habe das vergessen anzuschalten. Warte mal, das stimmt ja. Moment, Moment. Verdammte Kacke. Ich habe vergessen, das anzuschalten, weil ich habe es gestern nämlich ausgehabt. So ist jetzt wieder alles an. Und... So. Hatte ich vergessen. Guten Tag, mein Herr. Sind Sie für das große Ereignis hier? Das große Ereignis? Heute war die feierliche Enthüllung Bongo und ich habe diese Höhle für Lichtkugeln Hautbrand eröffnet und warten jetzt auf seinen Segen. Leider warte ich in dieser scheußlichen Geisterform, aber bis er seine warmen Strahlen der Liebe verschickt, werde ich hier warten. Das war ein Totem für die Lichtkugeln-Hautbrand. Ein Symbol meines Glaubens sozusagen. Natürlich ist das verdammte Ding vom Hügel gefallen und hat mir den Schädel zertrümmert. Ich kann seinen Anblick nicht mehr tragen. Vielleicht könnten sie es von hier wegbringen. Ich würde es selbst tun, aber dann würden sich diese unheimliche Kerle in Schwarz bestimmt in die Höhle schleichen. Okay. Einfach nur entsetzlich, was meinem Kumpel passiert ist. Keine Angst, Jule. Sobald Lichtkugel Hautbrand seine strahlenden Augen in dein feuchtes Erdloch
Sobald Lichtkugel Haut brennt, deine strahlenden Augen in dein feuchtes Erdloch. Ich kann es nicht erst vorlesen, Mann! Erdloch gerichtet hat, werde ich dich als allererstes darin begraben. Ja, alles. Pongo ist so ein guter Junge. Er stand mir jahrelang bei meiner Arbeit zur Seite. Noch schöner wäre es gewesen, wenn er mir geholfen hätte, aber wenigstens war er da. Die Sonne steht hinter dem Hügel. Ich stecke ganz schön im Schlamassel. Der Sensenmann. Super, ganz toll, gut gemacht, wirklich großartig. Jetzt verpasst du das Ende der Feier. Ich wusste, dass ich meinen Flachmann hätte auffüllen sollen, bevor ich mich hierher zurückteleportiere. Na gut, wenn er mich nicht mehr reinlässt, wohne ich jetzt eben hier und lebe von nichts. Einer der Vorteile, wenn man tot ist. Hallo? Und auch ein Geist, so ein Neandertaler, bist du aber ziemlich gut gekleidet. Wie auch immer, du bist auf dich allein gestellt. Finde selbst das Jenseits. Nach dieser Geschichte hänge ich meine Sense an den Nagel. Mein Umhang auch, aber nicht die Sanduhr. Die gehört nicht zur Ausrüstung. Die habe ich selbst gekauft, als Undanken, Andenken an meine tausendste geerdete Seele. Bist du betrunken? Ich weiß es noch genau. Sein Name war Susan und sie war eine viktoralische Frau aus dem Jerusalem des Jahres 1027. Weißt du was? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich überhaupt an irgendwas erinnere. Wie dem auch sei. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Charles Dickinson. Und dies ist der Ort, an dem wir sterben würden, wenn wir nicht schon tot wären. Charles Dickens? Der Schriftsteller? Schriftsteller, / Seelenernter. Zumindest bis heute. Was ist heute passiert? Also, es war einmal... Und unter uns gesagt, aber ich habe wahrscheinlich ein kleines bisschen, ich bin ein bisschen betrunken, als ich die Portalmaschine angeworfen habe. Es ist schließlich Weihnachten und wir hatten eine Weihnachtsfeier. Jedenfalls hat sich dieses verdammte Ding in diesem Hügel hier geöffnet und derjenige, dessen Seele hier ist, die ich hier ernten wollte, will nicht mit mir mitkommen, geschweige denn mich reinlassen, bis er die Sonne sieht. Und dieses Portal hast du von der Feier aus erschaffen? Das kannst du so gut, muss man dazu was wissen? Nee, eigentlich nie. Oh ja, von dem Büro aus, wo die Feier war, ich habe eine kurzfristige Todesnachricht bekommen. Ich hätte genau nach den Vorschriften handeln sollen. Aber die Archivarin hatte diesen Blick, verstehst du? Ich glaube, sie war scharf auf mich. Also habe ich es riskiert. Wenn wir diesen Geist des Höhlenmenschen zufriedenstellen, können wir also durch und zurück ins Büro? Du sagst das so, als ob das ein Rätsel wäre, das man in ein paar einfachen Schritten lösen könnte und keine auswegslose Situation. Aber was habe ich schon zu verlieren? Was immer du vorhast, ich bin dabei. Das müssen ein paar der Werkzeuge sein, mit denen sie die Höhle unten gemacht haben. Die Sonne steht hinter dem Hügel. Gut, das hatten wir. Dieser Stein lässt das aufrechte Stehen so einfach aussehen. Du hast nur Schwierigkeiten damit, weil du betrunken bist. Also bitte, ich habe keine Beine. Das ist ein Streamer. Ich scheine den betrunkenen Stein sehr gut zu können. Nein, das kann ich nicht. Ich war noch nie betrunken. Aber ich kann mir die Stimme einfach so. Ich kann meine Stimme nicht ernst vorlesen, aber halt lustig, so Blödsinn machen. Das kann ich ganz gut. Hast du schon mal Lesure Sweet Larry gespielt? Ja, habe ich. Den neuesten Teil aber noch nicht. Den habe ich auf meiner Liste. Den Zustand, den ich nicht kenne. Ja. Hat der Einzige, der fast vom Stuhl kippt? Mit Hauptfiguren kenne ich mich aus und du bist definitiv eine, also geh voran. Gut, wir gehen voran. Guten Tag, mein Herr. Sind Sie für das große Ereignis hier? Ah, das haben wir schon.
Warum bist du nicht durch das orange Portal hier nach Hause gegangen? Ich soll seelenlos nach Hause gehen? Auf gar keinen Fall. Das würde man nicht in der Gesellschaft der Seelenerdner doch... Da würde mich doch nur auslachen. Das ist das Portal, das zum Büro führt. Ich muss nur hindurchgehen. Tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Sehen Sie diese gelben Zeitgenossen da oben am Himmel? Die Sonne? 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 Was ist das für ein bizarrer Name für ein Gott? Wir nennen ihn Lichtkugel Hautbrand. Jedenfalls ist diese Ritualstätte für ihn mein Lebenswerk, verstehst du? Da wäre es doch unangebracht, wenn ich einfach irgendjemand anderen vor ihm reinlassen würde, nicht wahr? Bis Lichtkugel Hautbrand also seine glorreichen Strahlen der Schmerzen schickt, um den heiligen Hügel zu beleuchten, ist der Zutritt verboten. Danach kostet der Eintritt wahrscheinlich ein paar Dollar, würde ich sagen. Wenn ich eintreten will, muss ich wohl Jules zufriedenstellen und dafür sorgen, dass das Sonnenlicht hineinscheint. Sehen wir uns mal die Sonne an. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Humbug! Okay. Gut, ich habe die restlichen Portale für dich geöffnet. Natürlich gibt es noch mehr davon. Viele Milliarden, eines für jeden Moment in der Zeit. Warum war eins davon schon vorher offen? Das ist eine Art, wie wir normalerweise reisen. Wir haben Portale für jeden Moment, in jedem Zeit-After? Entschuldigung, Zeitalter. Natürlich. Oh Gott. Ich habe einen Hintereingang genommen. Einfach so. Ich muss mich vor dir nicht rechtfertigen. Ich bin der Sensenmann und du die Seele. Also halt dich zurück. Aber dieser Raum muss gespürt haben, dass ich in einer der Zeiten war. Also hat er das Portal geöffnet. Das sind die Smart-Sensen. Sie führen Listen von Seelen, öffnen Portale, zeichnen unsere Kaloriezufuhr auf und schicken uns Benachrichtigungen von der Arbeit. Es ist ein einziger Albtraum, von dem man rund um die Uhr Benachrichtigungen von den europäischen und chinesischen Sensenmännern bekommt. Wisst ihr, was Schlimmes? Es gibt ja so viele Risse hier. Holy shit. Ist das die Uhrzeit? Wessen Seele erntest du hier? Dinosaurier sind auch Menschen. Das ist nicht wahr. Oh, das würde erklären, warum ich hier nie viel zu tun hatte. Was passiert hier? Zu viel Risse für Liz. Ich krieg schon Sixpack vor Lachen. Hier gibt's doch einen Dinosaurierfriedhof. Dreck. Habe ich ein Glas? Ich will ein Glas voll Dreck. Was ist das für eine Vorstellung, dass diese mächtigen Bestien sich zur Zwergendackel entwickelt haben? Das erzähl mir nicht, ich kenne Charles Darwin. Wir spielen einmal im Monat Geisterschach. Bevor du fragst, ist es genau wie normales Schach, nur dass die Figuren durch das Brett fallen. Wie riesig dieses Ding ist, das würde ein ganzes Waisenhaus reinpassen. Was? Was? Der Boden hier scheint sehr fruchtbar zu sein. Das muss an den Überresten des Dinosauriers liegen. Wo sind die Flügel dieser Drachen? Das ist kein Drache, sondern ein Brachiosaurus. Ist ja gut, Professor. Und wo sind die Flügel des Brachiosaurus? Oh, das ist ja genauso schlimm wie Dule. Sieht aus, als hätte Jule und Bongo einen Haufen Arbeit vor sich, aber irgendwie auch hinter sich. Der Boden hier ist feucht, warm und weich. Es wimmelt von Insekten. Buah. Ich mag das Spiel. Das ist nur eine Bonus-Story, die jetzt zu Weihnachten rauskam. Es gibt davon zwei Teile, also ich kann das sehr, sehr empfehlen. Die beiden Spiele sind komplett so durch. Sie ist noch nicht so hell, wie sie später einmal wird. Das geht uns wahrscheinlich allen so. Sumpfgebiet. Nein, wie süß. Ja. Warte, die Dinosaurier spielen mit Dinosaurierspielzeug. Okay.
Eine Gruppe Drachen. Hoffentlich spucken sie kein Geisterfeuer. Wovon redest du? Insgeheim wollte ich immer Fantasiebücher schreiben. Sieh nur, wie viel Spaß diese Dino-Babys haben. Sie benutzen diese Steine als primitives Spielzeug. Ich nehme eins mit. Dooley findet das bestimmt niedlich. Zumindest, bis er darüber nachdenkt und mir erzählt, dass Dinosaurier nie existiert haben. Wir haben denen jetzt einfach das geklaut? What? Immer raus für heute. Euch noch viel Spaß und noch eine gute Nacht. Bis bald. Alles klar, Bechtel. Schlaf schön und danke, dass du da warst. Kann ich den blauen haben? Den kannst, ich nehme den grünen. Triceratops wäre aber auch cool. Eine salzige Urzeitsuppe. Das Spiel triggert mich so sehr, ey. Das kann man aber auf dem Friedhof hier machen. Ich muss wahrscheinlich erstmal durch die ganzen Portale alles einsammeln und dann schauen, wo ich was benutzen kann, richtig? So wie immer. So, rot haben wir, da waren wir schon. Dann gehen wir zum gelben Riss. Hier sind... Ja, ne. Welches Zeitalter ist das? Als Amerika zum ersten Mal entdeckt wurde, um das Jahrtausend kam Wikinger hier unversehentlich. Das sind sie nicht. Das ist wahrscheinlich der zweite oder dritte Mal, dass Wikinger angekommen sind. Ein wenig bedeutendes, ein weniger bedeutendes Ereignis. Das ist ein Wikinger-Schiff. Hauhatan. Heute ist eine gute Nacht, um Sternkarten zu zeichnen, Cheyenne. Ehren wir unsere Vorfahren, indem wir ihren Platz im kosmischen Spinnennetz markieren. Wir sollten sie ehren, indem wir in der Gegenwart leben, anstatt mit der Vergangenheit aufzuzeichnen. Kind, zwing mich nicht, dir ein Zimmer zu bauen, damit ich dich dorthin schicken kann. Es ist zwar schön, dass man als Geist keine Kälte spürt, aber andererseits kann man sich auch nicht an einem Lagerfeuer wärmen. Ich will aber nicht auf Tierhäuten malen. Ich will damit Musik machen. Die Jungs auf dem Hügel machen es richtig. Schiffe zertrümmern, singen und abzappen. Zappeln. Ah, schön. Scheinen auf diesen Tierhäuten Sternkarten zu zeichnen. So, gehen wir mal zum Schiff. Was macht ein Schiff noch dazu? Ein Wikingerschiff auf dem Hügel. Bewunderst du die mächtige Holzgans des Häuptlings? Es ist völlig in Ordnung, eingeschüchtert zu sein. Schließlich hat dich die da einen riesigen Wasservogel vorne an sein Langschiff. Wenn das so einfach wäre, wären wir alle Häuptlinge. Das ist sehr bedrohlich, auf jeden Fall. Ist der vom... Ist er davon ersch... Wurde der aufgespießt? Eine Wikingerwache. 12 Anrufe gehabt. Ach du Scheiße. Hallo, mein Mittoten. Hallo, was ist hier passiert? Aha, lustige Geschichte. Wir haben gerade unser Wikinger-Ding gemacht. Du weißt schon, Klöster überfallen, Schafe stehlen und so weiter. Und dann kam aus heiterem Himmel dieser gewaltige Sturm. Er hat das Schiff aus dem Wasser gerissen und uns durch die Luft gewirbelt. Dieses Ruder hat meine lebenswichtigen Organe durchstoßen. Hihi, als mein Geister-Ich aufgewacht ist, waren wir hier, wo auch immer das ist. Aber das ist auch nicht so wichtig. Ich nehme an, du und dieser verkaterte, aussehende Mann seid hier, um mich nach Valhalla zu bringen. Auf eine Art, ja, aber auf eine andere, wichtigere Art, nein. Hör nicht auf ihn ein. Valhalla Coolis ist schon unterwegs und wird dich um dich kümmern. Wir sind nur hier, um dein Ruder sicherzustellen, weil es einen so mächtigen Krieger getötet hat. Hier bitte, dann warte ich einfach hier auf die Valkyre. Genau, eine Valkyre, das ist das Wort, nach dem ich gesucht hatte. Scheiße. Das Schiff scheint in ziemlich schlechtem Zustand zu sein. Die Götter haben uns dieses neue Land geschenkt, um ihre Lehre zu verbreiten und neues Leben zu beginnen. Uns alle, außer Sven, ihn haben ihn zum Sterben hergeschickt.
Ich hab mir unser Mod hierher gebracht und ihn zum Sterben hier gelassen. Oh. Wie das einfach gesagt wird, ihn hier einfach zum Sterben dagelassen. Alles klar, Keks, dann schlaf schön und erhol dich gut. Nicht einmal diese Schilde konnten uns vor dem Sturm beschützen. Wie schlimm ist der Schaden? Atmet durch die Zähne ein. Sieht gut aus. So, das hier, dieses große Loch. Ja, ich sehe es. Das sollte nicht sein. Das ist der falsche Ort für ein Loch. Als wir in diesen Hügel gekracht sind, ist der Rumpf einfach zerbröselt. Du hast Glück, dass er so lange gehalten hat. Das ganze Ding ist voller Termiten. Oh nein, wird die Reparatur teuer? Teuer, Häuptling, nicht mal das gesamte Gold und Silber der bekannten Welt würde dir weiterhelfen. Das Zeug wäre so schwer, dass das Schiff sinken würde. Nein, du brauchst Holz und wir wissen nicht, wo der nächste Wald ist. Ein Haufen weggeworfenes, modriges Holz. Genauso etwas kann ich immer gut gebrauchen. Das Holz bleibt hier, jedenfalls solange Hilde Wachdienst hat. En garde. Verdammt, wenn ich das Holz will, muss ich sie wohl irgendwie loswerden. Du könntest hier ein paar Schafe anbieten. Willst du ein Spielzeug? Ich hätte lieber Kohle. Okay. Ist im Sturm kaputt gegangen. Wirklich schade. Der Häuptling liebt Trommelkreise. Vielleicht können wir sie reparieren. Ich werde sie nicht ein zweites Mal aus den Augen lassen. Harr! Sie lässt mich nicht nehmen. Wenn ich sie haben will, muss ich sie ablenken. Aber will ich wirklich unbedingt eine kaputte Trommel haben? Ich hab Holz. Eines der ersten Werkzeuge der Menschheitsgeschichte, eine Art spitzer Hammer. Ich weiß nicht, was ich in dieser Situation tun soll. Ich werde einfach ohne erkennbaren Grund dieses kaputte Zeug bewachen. Toll. Der Mast hat die ganze Sache gut überstanden. Ich muss sagen, da habe ich ganze Arbeit geleistet. Aber wenn er gebrochen wäre, wären wir natürlich nicht in diesen riesigen Strudel geraten und in diesem komischen neuen Land gelandet. Es ist allerdings ein ausgesprochen schöner Mast. Oh, wow. Oh. Okay, da komme ich nicht ran. Ich muss sie irgendwie ablenken. Diese Wikinger machen einen bockigen Eindruck. Willst du das vielleicht lieber umformulieren? Nö. So, meine Frau und ich werden uns auch mal in den Chat verabschieden und in die Federn hüpfen. Wünschen euch später noch eine gute Nacht. Ich wünsche euch auch beiden eine wunderschöne gute Nacht. Danke wieder, dass ihr dabei gewesen seid. Erholt euch gut und schlaft schön. Doppeldeutigkeit ist ja gar nicht rauszuhören. Ich muss mir gleich noch was zu trinken holen, ne? Das viele vorlesen. Oh Gott, was zur Hölle. Die lustigen Hüte deuten darauf hin, dass wir bei den Puritianern sind. Bridget, willkommen Pilger, die hier weit gereist seid und hierher zu gelangen, auch wenn ihr vielleicht gar nicht weit gereist seid. Können mich sehen, uns? Ich kann vieles sehen und ja, das schließt auch euch mit ein. Oh, ich verstehe. Spitzer Hut, Kessel, Katze, sie sind eine? Eine Frau, die Bier braut und verkauft? Ja, haha, das ist hier der einzige Trank weit und breit. Sie sind eine? Ja, ich verkaufe Bier. Wow. So random einfach. Sie spricht mit der Luft. Vermutlich kommuniziert sie mit einem Teufel. Mist, ich habe vergessen, dass sie euch nicht sehen können.
Was ist da drin? Ein besonderes Wintergebräu, Reisender. Es enthält die Milch einer Kuh, das Ei eines Huhns und den Weinbrand, den ich von einer Feier gestohlen habe. Hier, mein bemitleidenswertester Junge, nimm dieses Glas, auf das deine Wärme, deine verirrte Seele wärme und die Milch dein Herz umspüle. Hey, das ist Eierflip. Ja, das ist ein besserer Name als der, den ich erfunden habe. Roher Eierschleim. Jetzt ist nur noch 55% Salmonellengefahr. Die olde Thomas. Sie gibt mir ein ausgesprochen unbehagliches Gefühl. Du warst. Mir ebenfalls, denn sie trägt lebhafteste Farben der festlichen Jahreszeit und singt vergnüglichste Lieder und... Können wir sie nicht einfachst über ihre Weiblichkeit ablehnen und uns anderweitige Begründungen sparen? Nein, Bruder, wir müssen unsere Verachtung für ihre Fröhlichkeit mit erhobenstem Zeigefinger und entscheidendster Liebbrunst, Inbrunst zum Ausdruck bringen. Es ist gottlos, am vermuteten Geburtstag des Gottessohnes Freude zu empfinden. Der war erst recht nicht als Weibsbild. Wir müssen sie mit verwirrtesten moralischen Einlassungen unterdrücken, anstatt von der Wahrheit zu resignieren. Hat eure Hütte Hühnerbeine? Nein, keine Hühnerbeine. Das sind weitaus lästigere Beine einer Gans. Tut! Tut! Was zum Fick, ey? Was hat der Entwickler genommen für Drogen? Wahrscheinlich hat er diesen Eierflip getrunken mit den Salmonellen. Ey. Warum hat ihre Katze nur ein Auge? Das andere wurde von meinem spitzen Hut ausgestochen, aber das ist schon in Ordnung. So wirkt sie gleich viel mystischer. What? Alter. Das Game gefällt mir immer mehr. Das ist wie gesagt nur der Bonusinhalt zu Weihnachten, das kam gestern raus. Da gibt es ganz viele Fälle, Teil 1 und 2 gibt es, und da gibt es ganz, ganz viele Fälle. Ich glaube 7 oder 8 pro Spiel, plus Bonus, Bonusinhalt. Es ist so gut, das Spiel, ohne Scheiß. Was macht denn Termitenhügel hier oben? Wie ist der hierher gekommen? Vermutlich durch Termiten. Wow. Kann ich da was kaputt machen? Kann ich da was reinkippen? Möchtet ihr das haben? Nee. Okay, wir lernen erstmal die ganzen Portale kennen. So, jetzt gehen wir zum Blauen. Das sieht aus wie die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Meine Heimat, du bist fast. Also praktisch da. Bobbert Crunchet. Tut mir leid, mein Sohn. Ich muss eine vierfache Schicht in der Elendsfabrik ableisten. Das Elend baut sich schließlich nicht selbst zusammen. Nun gut, Vater. Glaubst du, mit dem zusätzlichen Geld können wir uns eine Operation leisten, um die überzähligen Knochen aus meinem Körper zu entfernen? Zusätzliches Geld? Was? Ich habe ein eimerförmiges Loch in meinem Mantel, das gefüllt werden muss. Oh, es stimmt ja tatsächlich. Oh, was haben die denn heute? Was ist denn heute mit Löchern? In dem Spiel heute waren verschiedenste Löcher und Hügel. Lebkuchenhaus. Oh, Vater, ich hoffe, dass wir uns irgendwann ein echtes Haus leisten können. Das hier ist so klebrig und hält die Nässe nicht. Halten uns die Ratten warm. Wir brauchen diese Ratten, mein Sohn. Ich habe schließlich schlechte Neuigkeiten. Die Rückwand ist eingestürzt. Ich habe sie hinter das Haus geworfen, in der Hoffnung, dass noch mehr Ratten kommen, die mit uns kuscheln. Ich nehme sie mit, und zwar nur, um das Leben dieser Leute besser zu machen. Ja, das ist mein Ernst.
Hör zu, mein Freund. Wir alle haben uns schon mal Ausreden einverlassen, um eine Lebkuchenwand zu stehlen. Aber du bist nicht besser als ich. Du wirst um 3 Uhr nachts nur in Unterhose das Haus dieses Kindes in warme Milch tunken. Ich mach ihr Leben besser. Fürst du schluchzen, während du Milch auf deine nackte Brust verschüttest. Du widerst mich an! Was hat der für Fantasien? Was zum Fick? Was? Was? Okay. Oh Gott, ey. Hallo, Rim. Ich weiß nicht, welche Drogen da im Spiel waren, aber ich will auch welche davon. Wo stoße ich bitte hinzu? Ins Loch des Lebkuchenhauses. Da oben ist eine Ratte. Die Ratte wedelt mit einem Messer. Okay. Das sind zu viele Tonhöhen. Mal sehen, wie wir das ändern können. Ich habe hier so viele Gegenstände jetzt, ne? 2 Kupferglocken, mit denen man schräge Töne erzeugen kann. Ich habe so viel ich weiß nicht, was ich jetzt für was brauche. Das klingt schon eher nach den Weihnachtsglocken, die ich kenne. Was immer darin hergestellt wird, erzeugt einen unfassbar dichten, schwarzen Rauch. Ich glaube, es ist eine Rauchfabrik. Die war zu meiner Zeit sehr beliebt. So, ab ins letzte Risschen. Oh, das ist die Telefonzentrale, bevor sie zum Abriss freigegeben wurde. Ein Hippiebus. Ich sollte ihn nach Betäubungsmitteln durchsuchen. Leider ist nichts zu finden. Es war die beste und die schönste Zeit. Ich habe diese schöne Lampe gefunden. Wie ich sagte, die schönste Zeit. Sie funktioniert aber nicht. Das ist ja weniger schön. Kaputte Lampe. Was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Scheiß? Dieses kleine Ding hat mir damals jede Menge Probleme bereitet oder wird mir in die Zukunft jede Menge Probleme bereiten. Ich bin mir nicht sicher, was von beiden richtig ist. Beides verdammte Zeitreisen. Ja, das war der Hauptstory. Ich habe keine Ahnung, Rob, wieso nicht? Schaut eine Ratzi aus dem Kamin des Lebkuchenhauses mit einem Messerchen. Wie geht's denn so eigentlich? Ganz okay. Ich habe nur die Nacht 4 Stunden geschlafen, also ja. Aber sonst alles gut. Merl, guck mal, wer hier ist. Diese dreckige Kackeichhörnchen, ne? Wir wissen ganz genau, was der gemacht hat. Und da sind Eicheln. Welche Ironie, dass wir dieses Mal die Eicheln von Merl klauen. Ich kenne diese Leute alle nicht. Ich zieh mich nicht in die Sache rein. Das kitzelt. Was? Was kitzelt? Ich hoffe, die Beschäftigung führt Klappen. Ich will einen Rad, was ich mit meinen Lappen anfangen soll. Oh Gott. Ich hoffe, das funktioniert. Dieses Ritual habe ich in einem Buch in der Bibliothek gefunden. Ich bin einfach nur froh, dass ich den Tag mit Freunden verbringen kann. Ich habe auch noch Eicheln geklaut. Alles, alles. Kann ich die Eicheln in Eierflip tunken? Nee. Kann ich das damit verbinden? Was mache ich mit dem ganzen Kram? Ich will endlich herausfinden, ob es Weihnachten wirklich gibt. Warum ist diese Maschine mit Kröten gefüllt? Was soll man sie denn sonst kaufen? Moment mal, kennst du etwa einen Krötenverkäufer? Kannst du es bekannt machen? Aha, so kommen die Drogen also im Spiel.
aus, als würden sie irgendein Ritual durchführen wollen. Also, wie genau beschwören wir jetzt die festliche Seele? Es geht hier um eine abstrakte Personifizierung eines menschlichen Ideals, Derek, nicht um eine Katze. Also, wenn meine Katze sich verlaufen hat, stelle ich ihr draußen ihr Lieblingsessen hin. Durch den Geruch findet sie dann wieder nach Hause. Wie gesagt, das hier ist keine Katze. Moment mal, das hier ist gar nicht so dumm. Wenn wir die Elemente der Jahreszeit versammeln, können wir ihn vielleicht anlocken. Können wir ein paar magische Worte aufsagen? Derek, wir beschwören jemanden. Natürlich werden wir magische Worte aufsagen. Also, was sind die Elemente des Jahreszeit? Irgendwas, was man mit Weihnachten verbindet. Ich wette, es gibt 5 Elemente. Ihr wisst schon, wegen Pentagramm und so. Wir haben zwar keine bessere Idee, aber das klingt ziemlich weit hergeholt. Das nennt sich Intuition. Na gut, ich bin überzeugt. Was ist mit denen, ey? Was für eine schöne Nacht, um Sterne zu beobachten. Moment, ich glaube, ich sehe etwas. Etwas? Ich nehme an, das ist ein Mondstrahl, um dorthin und wieder zurückzukommen. Nein, so etwas gibt es nicht. Vielleicht noch nicht. Wird es das etwa? Wird was? Es ist ein sehr merkwürdiger Galgen, aber ich verstehe den Reiz. Eine Hinrichtung hier kann meilenweit gesehen werden. So etwas machen wir nicht mehr. Wie bitte? Was macht ihr dann mit den Verbrechern? Normalerweise schicken wir sie in die Politik oder in die Geschäftswelt. Ja. Traurig, aber wahr. Da ist was dran. Ja, leider. Mag den Humor vom Entwickler. Es wird gerade von jemandem benutzt. Du könntest von ihm Besitz ergreifen. Kann ich das? Du bist ein Geist, Mann. Das steht im Stil eines Poltergeistes. Hast du schon gemeistert. Das ist nur eine weitere Fähigkeit. Und dabei kann nichts passieren? Dir nicht. Dann ist mir das egal. Das ist nicht das Schlechteste. Ich würde mir nur wünschen, meine Familie würde ein bisschen mehr rocken oder so. Rocken. Ich habe Glocken. Willst du Glocken? Trinken? Okay. Das war eine schöne Nacht, um Sterne zu beobachten. Moment, ich glaube, ich sehe etwas. Wir müssen irgendwie an das Teleskop ran. Sogeking, danke schön für den Follow. Warte mal, was sagt er denn nochmal? Rocken. Ihr seht alles, oder? Ja, okay. Ich hab keinen Plan. Ja, rocken. Entschuldigung, hat jemand den Sack Eichen gesehen, den ich als Opferkappe mitgebracht habe? Nö, ich nicht. Ich habe ein paar Schokorosinen mitgebracht, falls das hilft. Derek, hörst du dir da selbst eigentlich zu? Ich fürchte, ich wurde bestohlen. Vom Kölnlich ist das ein Fink des Schicksals. Ja, das ist es. Ich fühle es in meinem puschigen Schwanz. Ab jetzt fährte ich mich nicht mehr den ganzen Sommer schinden, um Nüsse für den Finter zu sammeln. Boah, ist das schwer das zu lesen, ne? Ich werde ein Meistertieb und nehme mir einfach alle Nüsse, die ich will. Danke, geheimnisvolle Person, die meine Nüsse gestohlen hat. Tu das mein Leben einen neuen Sinn gegeben. Oh nein. Wir haben dafür gesorgt, dass der anfängt zu klaut. Oh Gott. Wir haben das verursacht. Das ist doch zum Kotzen. Euro, dir auch frohe Weihnachten. Jetzt ist der abgehauen, oder was? Na super.
Wir haben dafür gesorgt, dass der ein Verbrecher wird. Nein! So. Willst du ein Eierflip? Die Lampe muss ich bestimmt reparieren, irgendwie, dass das als Sonne gilt, oder? Eine Lampe ohne Strom. Meine Bekanntschaft mit den Blutwölfen zahlt sich aus. Mit salzigem Wasser, Kupfer und Zink kann ich eine Batterie herstellen. Mit salzigem Wasser, Kupfer und Zink. Aber wie sagst du nicht einfach eine neue Batterie? Das hier ist dein erster Adventure-Spiel, oder Charles? Ja, wir müssen alles zusammenfinden. Salziges Wasser... Kann ich eigentlich einen Eierflip damit Nee, kann ich nicht kombinieren, okay. Wo kriege ich denn aber auch Zink her? Ah, hier ist das Wasser, das salzige. Wusste noch nicht mal, welche Stelle beim... Schöpfe ein wenig erfrischende Brühe, diese ganze Zeitreise ist ziemlich anstrengend. Ich habe eine salzige Flüssigkeit und Kupfer. Jetzt brauche ich nur noch Zink, damit ich eine funktionierende Batterie herstellen kann. Wo kriege ich denn Zink her? Woraus kriegt man Zink? Also Salz können wir aus League of Legends hernehmen. Oh Mann. Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten. Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten, Sogeking. Da möchten sie um die Ecke denken, dieses Game. Ja. Okay. Was sind die Glocken? Kupfer. Ah, das ist Kupfer. Das habe ich jetzt zusammen. Ich brauche jetzt noch Zink irgendwie. Ich brauche nur noch Zink. Da kriege ich Zink. Trinken holen. Stimmt, ja, mache ich gleich. Die Trommel, vermodertes Holz. Die muss ich ja auch irgendwie ablenken. Mag die Eicheln? Kann ich das Loch hier flicken? Zink ist ein Mineral. Ich frage mich nur, aus welcher Epoche ich das jetzt hier holen kann. Hey, nur die erste Tasse ist kostenlos. Jede weitere Tasse kostet einen spanischen Euro. Euro, du musst mir einen Euro geben. So eine Idee und es gibt keine Geschenke. Was macht das noch? Nee. Okay, mit den Termiten kann ich auch nichts machen. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt haben wir 3 Millionen Sachen im Inventar und müssen erstmal rausfinden, für was und wo und wie und weshalb. So, Euro, so.
Also den Salmonellendrink für die Wikinger. Kann ich ja. Ich kann es mal probieren, Moment. Nee, anscheinend nicht. Wollen sie nicht. Kann ich hier irgendwas... Aber ich kann mit Spanien reden und einen spanischen Euro looten. Oh, einen spanischen Euro hier. Und Anzahlung der Gebühren. Wow, Chloe, wow. Wow, danke für diesen einen spanischen Euro. Du kriegst einen Kupferglocken, bitteschön. Hallo Jogger. Zur Fabrik kann ich leider nicht. Kann ich mit der Ratte was machen? Nee. Kann ich hier irgendwie rein? Ich glaube, hier haben wir eigentlich alles fertig. Immer noch keine Drogen. Telefonzentrale. Kann ich hier irgendwo... Ich brauche irgendwo Zink, ey. Wo kriege ich das denn her? Ja, an das Teleskop komme ich nicht. Da muss ich den Typen davon ablenken. Ich hab's gewusst, die ganzen Portale, dass sie alle verwirrend werden. Man gönnt sich ja sonst nichts. Sie hat gar kein Messer, das waren Fake News. Hol dir erstmal was zu trinken. Aber ich will weiterkommen. Immerhin haben wir schon mal zwei Sachen für die Batterie. Das Spielzeug steht für die Zusammenkunft von Freunden und Familie. Warte. Freunde und Familie, der hat doch was von Familie gelabert. Aber hatte ich das nicht schon probiert? Oh, schade. Hätte sein können. Schade. Kann ich es auf die Antenne packen? Auf den Mond? Verdammt, nimm doch. Nimm's. Ein festliches Getränk aus Eiern. Offenbar gibt es tatsächlich Leute, die es mögen. Ich glaube, ich habe gerade meinen Mund ektoplasmiert. Alles klar, Rem, dann danke, dass du da warst. Ein Eimer mit warmer, salziger Suppe. Okay. Eine eingestürzte Wand eines Lebkuchenhauses. Wie nicht anders zu erwarten, ist sie nicht besonders tragfähig. Ich werde Ihnen helfen. Okay. Nicht besonders tragfähig. Ha. Nee, Dooley, nicht Duri. Dooley ist hier im Spiel. Der Polizist.
All diese Lichter. Ich glaube, ich muss mir mal diesen Eimer ausleihen. Nein, du leihst dir nicht den Eimer aus. Behalte den Ektoplasm bitte bei dir. Der Boden ist dir feucht, warm und weich ist damit von Insekten. Ich brauch bestimmt die Insekten für irgendwas, oder? Damit nichts machen. Kann der kleine Junge mit den zu vielen Knochen das Spielzeug gebrauchen? Wer war das jetzt nochmal? Ich muss ja gleich gucken. Das nicht hier irgendwie miteinander vermischen? Ah. Du hast hier ruiniert, so ein bisschen Haufen Dreck, aber du musstest unbedingt deinen Namen hineinritzen. Was? Mein Name ist aber nicht Loch im Boden. Vandale! Warum haben wir jetzt dieses Loch gemacht? Kann ich jetzt hier die Eicheln einpflanzen? Das sollte die CO2-Bilanz dieser ganzen Zeitreise ein bisschen verbessern. Guck, ich habe einen Baum gepflanzt. Wer ist jetzt der Vandale? Wahrscheinlich immer noch zu. Die Zeit wird es zeigen. Die Zeit wird es zeigen. Okay, wir gehen weiter. Eicheln sollen... Wieder geht's um dreckige Löcher. Aha, aha. So, welcher Junge war jetzt gemeint? Mein Name ist frisch gestrichen. Wer? Ah, okay, geht nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit den Lebenden interagieren kann. Aber ist auch eine Idee, weil ist ja auch eine Familie und... Okay, aber wir haben jetzt schon mal ein paar Sachen weg, das ist gut. Hier muss ich die Taschen... Warum sind da jetzt... Oh, lol! Ein Eichenwald ist jetzt erschienen. Ich sage erschienen, aber in Wirklichkeit ist der über Jahrmillionen gewachsen. Guck mal an! Jetzt können wir die... Jetzt gibt es Bäume. Können jetzt die Wikinger hier eigentlich... Ah, nicht beim Weltkrieg. Ah! Etwas ausgedünnte Bäume. Ah! Ich verstehe. Cool. Können wir das vermoderte Holz uns klauen? So, jetzt haben wir die kaputte Trommel. Jetzt habe ich schon wieder genauso viele Gegenstände wie vorher. Eine Trommel der Wikinger, die auf ihrer Reise kaputt gegangen ist. Ein Haufen altes, von Termiten befallenes Holz. Warum hast du das noch gleich in deine Tasche gesteckt? Na, weil wir das Kribbeln der Termiten lieben.
Wo sind alle hin? Sehr ausgedünnte Bäume. Jemand hat noch mehr unserer Bäume gefällt. Jetzt weiß ich auch, warum sie nicht bis zu meiner Zeit überlebt haben. Nein, ich hatte Glück, dass ich beim ersten Mal von Salmonellen verschont wurde. Ich will kein weiteres Risiko eingehen. Oh, du bist zu durchlässig. Ich will nicht, dass dieses Zeug in irgendeiner Richtung wieder rauskommt. Wir haben dafür gesorgt, dass sie verbrannt wird. Also, dass sie gleich brennen wird, weil wir haben in der Dinosaurierzeit das eingepflanzt. Und dann gab es Bäume und durch die Bäume haben die jetzt Holz, um sie zu verbrennen. Also, ich weiß nicht. Du hast für das Feuer gesorgt. Nein. Nein. Mit ihrer ganzen Fröhlichkeit und mangelnden Trübseligkeit hat sie sich ganz allein in ihre Lage gebracht. Ja, das war wahrhaftig zu viel der Freude. Kann sie nicht einfach Trost und Kummer finden, so wie wir? Tod jenen, die Weihnachten frönen! Werte Zeitgenossen, diese Frau ist der Fröhlichkeit und Heiterkeit sowie weihnachtlicher Stimmung in ihrer Gänze angeklagt. Kann sie nicht zu Hause sitzen und das Frühlingsharren, auf das sie wieder verdrießlichst und grummeligst werde? Ihr Eiertrank bringt Wärme, nicht wahr? Nun, wenn sie die Wärme so sehr liebt, wird sie ein kleines Feuerchen sicherst zu schätzen wissen. Ich könnte euch die Mühe ersparen, indem ich euch sage, dass ich ganz und gar nichts zu schätzen wüsste. Der Eiertrank, ja, das ist einfach auf. Ich will nicht meckern, aber ich sehe nicht ganz, wie wir die Situation hier verbessert haben. Wir haben sie... Oh Gott. Ah, seid gegrüßt, Reisender. Was ist hier passiert? Sie haben gesehen, wie ich mit der Luft geredet habe. Das ist heutzutage keine wünschenswerte Situation. Gepaart mit meinen festlichen Aktivitäten war das einfach zu viel für sie. Also haben sie mir mit dem Holz dieses uralten Waldes dort einen Scheiterhaufen errichtet. Sie sahen dabei übrigens sehr fröhlich aus. Bitte füttert meine Katze und mein Haus, aber nicht eins mit den anderen. Können wir ihr irgendwie helfen? Willst du einen Eierflip? Sie haben einen Scheiterhaufen errichtet. Oh je. Ante, danke schön für den Raid. Was gab's Schönes bei euch? Auf jede Aktion folgt eine Reaktion, egal wie. Aufnahme ist an, ja. Ich habe die vorhin aber nur zu spät angemacht und ich habe keinen. Die VODs sind ausgeschaltet gewesen, also wird ein Stück vom Let's Play fehlen, leider. Also der Anfang mit dem Truthahn. Ja. Das ist doof gelaufen. Horizon Zero Dawn hat Undead gespielt. Hallöchen. Danke nochmal. Hi, ihr lieben Detektive. Es gibt einen Bonusinhalt, der kam gestern raus. Weihnachtliche Stimmung. Hier wird eine Hexe gleich verbrannt. Weil sie zu fröhlich ist und Feierlichkeiten macht. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas machen kann. Tut! Halt die Klappe, Dom! Ich habe jetzt hier das Sagen! Tut? Was? Warum macht die Hütte Tut-Tut und warum... Hallo, Paddy. Katze kann reden? Das Haus auch. Tut-Tut. Halt die Klappe. Okay. Kann man irgendwas mit dem Kessel machen? Chloe, danke auch für dein Raid. Wie war denn dein Stream? Nut.
Mal sehen, was wir noch verändert haben. Hier gibt's schon gar nichts mehr, ne? Hier ist schon alles vorbei. Die ganzen Bäume sind schon weg. Kann man den auch wieder rausholen? Oder kaputt machen? Wahrscheinlich nicht. Platziere das Holz hier und die Termiten bauen hoffentlich eine Plattform, mit der ich das Sonnenlicht der Zukunft austricksen kann. Ah, okay. Siehst du, sie fühlen sich schon wie zu Hause. Es wird doch nur... Es wird okay, unerwünschte Nebeneffekte geben, wenn man diese kleinen Viecher hier aussetzt, Millionen von Jahren, bevor sie normalerweise hier wären? Nein, hier verbrennt sowieso bald alles bei lebendigem Leib. Tut mir leid, Dino. Was? Was? Ich hoffe, Duli passt gut auf mich auf. Das ist also die Essenz des Detectives? Ich bin lieber vorsichtig damit, damit es nicht runterfällt. Oh nein! Das war nur Spaß. Ich will das niemals fallen lassen. Was für ein Drecksack! Das ist unser kleines Geheimnis, Leiche. Ah, wir haben es abgeschlossen. Oh, ich finde das sehr gut, dass es dann angezeigt wird, dass es fertig ist. Oh, Patrick, ey, das ist so ein Drecksack. Hallo, Godmoon. Ich wünsche dir auch nochmal frohe Weihnachten. Ist das Spiel schon älter? Nee, dieser Teil kam dieses Jahr, glaube ich, raus. War das dieses Jahr oder letztes Jahr? Das ist jetzt ein Bonusinhalt, der gestern rauskam. Aber halt hier in diesem Pixel-Stil. Mega cool, das Spiel. Gibt es zwei Teile von. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Kann Patrick nicht Kevin heißen? Leider würde ich wahrscheinlich das gleiche machen. Ja. Ach Alice, du hast vielleicht nicht mehr mitbekommen, aber wir hatten am Donnerstag Stromausfall in der ganzen Straße, deshalb selbst mit Tanny kam ich nicht mehr online. Uff. Ich habe mich schon gewundert, weil sonst würde man ja eigentlich Bescheid geben über Handy oder so, falls irgendwas, warum jetzt gerade der Stream oder so ausgefallen ist. Es kam ja halt nichts. Habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwas Blödes passiert sein muss. Richtig kacke. April 2021 kam das Game. Also dieses Jahr. Wie immer, wie jedes Jahr immer, Schei 1989 starb meine Schwester an Weihnachten, denke ich immer an sie. Oh. Das tut mir sehr leid, Paddy. Tut mir sehr leid. Warte, du kriegst ganz viele Hacks. Frisch geduscht und schon was rausgefunden. Ja, wir haben die Uhrzeit, haben wir fertig. Die Uhrzeit ist fertig. So, jetzt ist hier ein Hügel entstanden. Termitenhügel ist hoch genug, um davon ein Licht scheinen zu lassen. Jetzt brauche ich aber die Lampe. Und ich brauche Zink. Ich brauche Zink. Kann ich mit dem Stein irgendwas machen? Irgendwie was da... Ich reiß mal weiter, um zu sehen, ob da noch was passiert ist. Ja. Hallo, meine Mittoten. Oh, welche Neuigkeiten von der Valkyrie? Es ist ziemlich langweilig, tot zu sein. Valkyrie. Trommel muss ich auch irgendwie reparieren.
Rage und ich wirklich dein Trinkwasser. Wollen die anzünden? Was mache ich denn hiermit? Kann ich das darüber gießen, Mann? Also auf der Straße, auf den Straßen ist es glatt. Bei uns fuhr gerade der Streudienst die Straße hoch und wieder runter. Oh, Glätte ist richtig gefährlich. Bei uns ist es auch extrem kalt. Schon alles zugefroren. Da muss man echt aufpassen. Leider kann ich nicht in dem Dings hier rein. Eine Rückwand. Wie kann ich die Wand... Bei uns auch -9. Bei uns aktuell -3. Bei mir ist es auch so wie bei Nela, so 9. Warte, ich guck nochmal. Ja, -9 bei mir auch. Alter. Ich habe so eine Zahl schon lange nicht mehr gesehen. -10. Oh, krass. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. So eine Minusgrade. Ich bin es gewohnt. Früher hatten wir -20 und sowas. 18, 19. Da ist mein MP3-Player früher ausgegangen, weil es zu kalt war. Letztes Jahr hatte ich nicht so eine Minusgrade. Das war dann vielleicht mal so -1 und das war's. Mehr ist nicht gegangen. -7, -5. Ich habe da in Lüneburg mal gearbeitet, da war es -12. Das war heftig. +2. Schlecht. Hat jemand vielleicht eine Idee, wo ich Zink herbekomme zum Beispiel? Oder wie ich dem hier los... Wie werde ich den Ureinwohner los? +3, -3, -2... Ja, das Auto wollte nicht. Das Kälteste, was ich hatte, war -28. Puh. Was würde ich jetzt sagen? Das ist doch gar nicht kalt oder angenehme Frühlingstemperaturen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die würden uns auslachen. Mit der Axt das Spielzeug kaputt machen? Nee, geht nicht. Das geht nicht. Das ist eine SEE, eine Seeleneinfangeinheit. Keiner will, dass irgendwelche wildgewordenen Seelen halt herumgeistern. Aber ich ist ja ganz schön kühl. Ja. Bisschen. Okay, hier kann ich erst das machen, wenn ich die kaputte Lampe fertig kriege. Dafür habe ich ja dieses Sumpfwasser und Kupferglocken. Das heißt, muss irgendwo hier in den Vieren noch was sein, was ich noch nicht gefunden habe. Von dem wir ihren Platz kosmischen Spinnennetz markieren. Kann ich diese Tierhäute hier klauen? Um.
Weil das hier ist noch nicht bestickt, bedruckt. Sie will Musik machen. Wie kann ich die Trommel reparieren? Das ist halt auch so eine Sache. Den Termitenhügel kann ich erstes machen, wenn ich die kaputte Lampe repariert habe, damit ich dann es mehr leuchten lasse. Warte. Ja, hier, das steht dann. Das ist hoch genug, um davon ein Licht scheinen zu lassen. Wir wollen ihn ja täuschen, dass die Sonne irgendwie da erscheint, deswegen dieses Fake-Licht hier. Also die Fake-Sonne. Dazu brauche ich aber Zink, um die Batterie dann herzustellen. Die Taube wird wahrscheinlich die Tierhaut brauchen. Aber wie kriege ich die? Weil das passt halt sehr gut. Ja. Aber ich krieg die nicht ab. Oder soll ich die mit der Trommel verbinden? Ich stelle sie einfach ab und hoffe, dass sie sie bemerken. Ah. Cheyenne, hast du etwa eine kaputte Trommel mitgebracht? Nein, du hast gesagt, ich soll meine Trommel zu Hause lassen und mich auf den Himmel konzentrieren. Warum sollte ich auch eine kaputte Trommel mitbringen? Und trotzdem steht neben dir eine kaputte Trommel, oder nicht? Das ist nicht meine. Sie hat überall komische Zeichen. Auf meinen sind Adler und Wölfe drauf. Jung von heute. Wenn das nicht deine ist, dann ist sie vielleicht ein Geschenk der bärtigen Männer, die glauben, das Schiff an Land fahren zu können. Sie ist aber kaputt, kein besonders tolles Geschenk. Cheyenne, diese Leute wissen nicht, wie Schiffe funktionieren. Erwarte nicht zu viel von ihnen. Oh, die beleidigen gerade Wikinger. Weise Worte. Komm, wir reparieren sie. Was hältst du von meinen neuen Beats? Hm, auf alle Fälle funktioniert die Trommel wieder. Das ging nach meiner Trommel. Es ist meine Trommel und du gehst damit voll ab. Komm, meine neuen Freunde. Wir, ja, Jem. Hat sie gesagt, Vater? Ich glaube, sie will mithilfe der internationalen Sprache der Musik kommunizieren. Musik ist schon etwas Tolles, oder? Mit ihr können Leute sich unabhängig von ihrer Sprache ausdrücken und miteinander kommunizieren. The fuck, ey. Die Indianer und Wikinger machen jetzt gerade Musik. Cool. Ja, wenn du die Musik so sehr liebst, warum nimmst du sie nicht mit nach Hause und kuschelst mit ihr? Weißt du, vielleicht mache ich das. Erhalten Musik. Ich habe Musik erhalten. Woo! Duli friert bestimmt ohne Jacke. Der macht eine Teeparty mit seiner Leiche. Was? Wo hat der die Sachen jetzt her? Hä? Noch ein Stück Zucker, Detective? Oh, Duli, lieber nicht. Ich werde langsam ganz pummelig. Ich wünschte, ich wäre so gut gebaut wie du. Detective, das ist ganz einfache Mathematik. Du zählst die aufgenommenen Kalorien. Das ist sowas von Patrick, ey. Und dann multiplizierst du sie mit der Quadratwurzel von irgendwas anderem und subtrahierst das, was du im Fitnessstudio verbrennst. Kleiner Tipp, ich lasse Emily für mich das Zeug im Fitnessstudio verbrennen. Das ist effizienter. Ach, scheiße! Ja, Javi. Wie auch immer, dann rechnest du noch ein bisschen und schon bist du so durchtrainiert wie ich. Ein Kinderspiel. Ich hasse alles. Ich hasse Javi einfach. Oh nein, ich war nur einmal hier vor einem Jahr. Davor wusste ich nichts von diesem Ort. Gut. Der ist jetzt weg da. Ich bin so froh, dass ich von einer musikalischen Familie abstamme und nicht von einem Haufen Himmelsglotzer. Okay. Ich frage mich, was es da zu sehen gibt. Krampus fliegt am Himmel. Ich hab das letzte Kind versucht, wenn ihr mich hier runterholt.
Wir haben gestern einen Film gesehen mit Krampus gegen den Weihnachtsmann, ne? Ich sag's nur. Habe ich Musik? Und deswegen habe ich jetzt... Es muss aber noch einen anderen Zweck haben. Christmas Horror Story. Mhm. Geiler Film gewesen. Ich sah einfach so durch. Was mache ich jetzt mit dem Teleskop? Ich konnte jetzt einfach nur hier so durchgucken. Muss ich jetzt den Krampus runterholen? Kannst du das mit der Satzschlüssel machen? Wirklich. Nicht wirklich. Mit den Zeitreisen erinnert es mich wirklich an The Day of Tentacle. Oh, das ist auch richtig geil. Kann ich auch empfehlen. Müsste ich auch mal wieder spielen, weil Auffrischung und so. Ich habe da so viel vergessen. Eigentlich fast alles. So, wir haben jetzt Musik. Was mache ich denn mit Musik? Musik. Das Gute ist, zwei Orte sind schon mal weg, ne? Die sind schon mal... Den kann ich erst machen, wenn ich Zink habe. Also muss es einer von den dreien hier sein. Eierlikör für die Hippies. Geht hier meine abstrakte Panel. Okay, was ist, welche Musik ich denn gebe? Auch nicht. Essen eine unverzichtbare Sache bei gemeinsamen Feiern. Und außerdem steht es dafür, dass Lebkuchen ein schlechtes Baumaterial ist. Ich glaube, wir müssen noch weitere Elemente der Jahreszeit zum Feuer bringen. Dieses primitive Spielzeug symbolisiert Freundschaft, Familie und gemeinsames Spielen. Ich glaube, wir müssen noch weitere Elemente der Jahreszeit zum Feuer bringen. Ja, aber wir sind jetzt trotzdem durch die Idee, die du hattest, sind wir jetzt trotzdem ein Stück weitergekommen. Jeweils. Jules Holzklotz, der seinen Glauben symbolisiert. Ich glaube, wir müssen noch weitere Elemente der Jahreszeit zum Feuer bringen. Eierflip symbolisiert schlechte Entscheidungen. Sozusagen, wenn man sich zum Trinken versammelt, führt das schließlich oft zu schlechten Entscheidungen. Der Darkside Detective möchte hiermit klarstellen, dass man sich durchaus auch zum Trinken von Kaffee, heißer Schokolade, Tee, Wasser, Limonade oder sonstigen alkoholfreien Getränken versammeln kann. Ich glaube, wir müssen noch weitere Elemente der Jahreszeit zum Feuer bringen. Musik! Musik, eine universelle Sprache, die uns zusammenführt, damit wir ausdrücken und feiern können, was uns verbindet und unterscheidet. Es passiert etwas. Oh Gott, warum? Es hat funktioniert. Nicht schon wieder. Hört mal, es ist Weihnachten. Ich arbeite an Weihnachten nicht. Das erklärt einiges.
So sehen eure Seelen aus? Oh Gott. Also gut, Chuck. Maureen, ihr kennt euch? Das dachte ich zumindest. Maureen, bitte nicht jetzt. Das war eine üble Verunglimpfung. Ich habe dir meine Seele ausgeschüttet und du hast daraus ein Buch gemacht. Es gilt als Meisterwerk. Das war mein Leben. Das ist mir jetzt unangenehm, aber darf ich dich bitten, uns zu begleiten? Wozu? Ich würde euch das selber erzählen wie dem Richter. Ich weiß nicht, wie diese Waffen und die Leiche in meinem Kofferraum gekommen sind. Habt ihr überhaupt einen Haftbefehl? Was? Ich glaube, sie wird nicht freiwillig mitkommen. Ich habe ein primitives Werkzeug. Toll, die Sachen sind halt die Sachen, die ich für die Batterie brauche. Also habe ich gerade weiter nichts. Heilige Scher! Über meinen Rücken, es hat funktioniert. Wir haben gar nichts ins Feuer geworfen. Es muss an einer meiner Pschwisch gelegen haben. Weihnachten ist echt ich schulde meinen Neffen und Nichten so viele Geschenke. Jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen das Inventar geleert. Haftbefehl. Diese Seance hat 13% an Spaß eingebüßt. Wird Zeit, mehr Items zu sammeln. Aha. Hat jemand eine Idee, wo ich Zink herkriege? Das ist halt das, was mir jetzt gerade fehlt. Ich habe dieses Jahr 2 Geschenke bekommen. Wer hat weniger? Ich nicht. Tut. Aber zu Weihnachten geht es ja eigentlich gar nicht um Geschenke. Hier muss auch noch irgendwas fehlen. Ich muss ja dieses Haus wahrscheinlich reparieren. Kessel zerschneiden? Nee, das habe ich schon probiert mit dem Werkzeug. Das muss irgendwas hier sein. Irgendwas, was mir hier fehlt. Hexe befreien mit der Axt? Habe ich nicht das schon versucht? Schon, glaube ich, versucht, sie so zu befreien.
Tut. Kann ich vielleicht hier irgendwas mit den Füßen machen? Wisst ihr, das Haus, das brauche ich auf jeden Fall, nämlich für den Jungen und den Vater, weil die haben ja diese Lebkuchenhütte und da ist ja auch die Wand eingerissen und da wollen wir ja das Haus, dass sie ein richtiges Haus haben. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass das da alles irgendwie kaputt geht oder so. Ja, Chloe, und ich schenke dir Streams, ja? Und Aufgaben als mein Sklave. Okay, gerade stehe ich jetzt echt auf dem Schlauch. Zur Fabrik kann ich ja leider nicht. Die alle gemein. Alles klar, Agent, schlaf schön und danke, dass du da warst. Hat jemand eine Idee, was wir mit dem Werkzeug hier machen können? Nun, ich dachte Glas und dann, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich kaputt geht. Hier ist nichts als Vandalismus übrig. Siehst du, ich kann nicht lesen wie dein Buch, in einem schlecht geschriebenen Buch. Seeleneinfangeinheit. Ah. Kann ich die Seele einfangen? Die muss jetzt mit mir mitkommen. Ghostbusters! Du musst mit uns mitkommen, ich habe eine Aufgabe für dich. Nein, ich habe doch schon gesagt, dass ich heute nicht arbeite. Tut mir leid, aber es muss sein. Woher hast du dieses SEE? Hast du einen Kurs zum Umgang mit Seelen besucht? Hilfe! Seelensammler, das ist mein Beruf hier auf Twitch, Seelensammlerin. Die Subs, die ihr mir schenkt, sind ja im Grunde Seelen, die ich dann sammle und esse. Das Spiel echt mega. Wie gesagt, das ist nur ein Bonus-Inhalt. Kauft euch echt die zwei Spiele oder guckt auf YouTube nach, falls ihr keinen Bock habt, das zu spielen oder so. Aber der Humor und die Story ist so gut. Es ist einfach so gut. Es ist ja nur ein Bonus, was einfach der Entwickler gratis noch raushaut. Woher hast du einen... Achso, das habe ich gerade gelesen. So, wir haben jetzt die Seele gefangen. Ihr zwei habt also eine gemeinsame Geschichte. Wir sind Geschichte! Mori, bitte. Es ist 100 Jahre her. Okay, so war das jetzt nicht gemeint. Danke für die Vergiftung an MG. Ich muss meine Seele endlich mal ruhen lassen. Die ist doch schon ausgesaugt. Wow, Lisa. Ich wünsche, das würde alles schneller gehen, wie Dule sich wohl die Zeit vertreibt. Sie ist ein Dreckschwein. Seht mal, was er mit uns macht. Noch mehr Seelen! Stefan, danke schön für viel vergiftete Subs. An Schnecktor, an Naseru, an Teekanu und an Paddy. Dankeschön. Nom 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 nom. Wo holt ihr das Zeug her? Ich habe keine Ahnung.
Ahnung. Und wo ist jetzt der Tisch und die Teekanne und so? Dachte, du schießt alle Seelen bei Silvester als Rakete in den Himmel. Nee, ich muss mich auch ernähren. Wenn welche übrig bleiben, dann ja. Pia, danke schön für die Vergiftung. Vielen, vielen Dank. Hype Train, nein! Das macht sie nur mit den Seelen ihrer Feinde. Ja, die es nicht wert sind, gegessen zu werden. Genau. So sieht das aus. Siehst du, ich bin nicht allein. Ich muss gar keine Angst haben. Oh, was macht er mit unserem Körper? Ich glaube, diese Leute können ein bisschen Hilfe gebrauchen, um Festtagsstimmung zu bekommen. Danke für die 500 Bits. Ich habe viel Spekulatius gegessen und fühle mich gut. Das ist sehr schön. Was geht ab, Hexen? Ich bin gekommen, um euch zu Festtagsstimmung in Festtagsstimmung zu ertränken. Bevor wir das Feuer zünden, möchte ich sagen, dass ich den Geruch ihres Eiertranks mag. Diese Pilze, ich liebe diese Pilze. Nee. Nein. Ja, und ihr Gesang war außerordentlichst unterhaltsam. Ehrlich gesagt wurde eine ansonsten düstere Jahreszeit dadurch leichter zu ertragen. Ja, womöglich waren wir zuvor eiligst mit unseren Verurteilungen dieser Dame. Lasst sie uns losbinden und uns einen ordentlichsten Schluck ihres Eiertranks gönnen. Ja, lasst uns tanzen und singen und über Politik streiten. Danke, Reisende. Wie kann ich mich für deine Hilfe bedanken? Weißt du, wo ich Zink finde? Nein, tut mir leid. Oh. Aber triff dich später wieder und ich werde haben, was du brauchst. Oh. Okay. Ist sie die Dealerin? Deswegen habe ich diese Arbeit gewählt. Und wegen meiner nicht bestandenen Medizinprüfung. Jetzt, da wir diese große Feuerstelle haben, hat jemand Lust auf gegrillte Gänsehütte? Hey! Über das Haus anzünden. Sie ist dark, ja. Ich mag die Farbe Rot. Ich mag Blau lieber. Kann ich eine dritte Farbe wählen? Eine dritte Farbe? Haha, was für ein Idiot. Oh. Ich muss sagen, ich muss den ja wieder besoffen vorlesen. Ich muss sagen, das hast du gut hingekriegt. Pass auf, das wird gut. Die Kohlen aus dem Feuer geholt. Was habe ich jemals in ihm gesehen? Soll später wiederkommen. Ich hoffe, ja, weißt du was? Ich will gar nicht darüber nachdenken. Oh, das sieht schon freundlicher aus. Oh, guck mal, eine Brauerei. Und die Ratte hat eine Mütze. Oh, was für eine niedliche Mütze. Die hat noch immer ein Messer. Aber das mit der lustigen Mütze wirkt es weniger bedrohlich. Hexenbräu, verflucht lecker. Wir haben sie reich gemacht. Willkommen, ich habe dich erwartet. Wie kann es sein, dass du noch lebst? Das ist leichter, als du vielleicht denkst. Das Geheimnis ist nicht zu sterben. Ah ja, so. Ich habe dein Zink. Falls sich irgendjemand wundert, warum ich sowas habe. Zink ist ein Enzym-Kofaktor, das bei der Herstellung von Alkohol und bei extrazellulären Aktivitäten eine Rolle spielt. Sehr interessant. Hast du das auf Wikipedia gelesen? Ich wüsste nicht, was das sein soll. Computer gibt es erst in 100 Jahren. Oh, danke jedenfalls. Aha.
Ich habe alles, was ich brauche. Tauche einfach die beiden Materialien ins Salzwasser. Verbinde sie mit den Kabeln, die ich zufällig schon bei mir hatte, damit das Rätsel sich nicht unnötig in die Länge zieht. So gut. Und schon haben wir eine improvisierte Batterie. Dankeschön für den Hype Train. Ein bisschen unhandlich, aber zumindest haben wir jetzt Licht. Bleib weg von dem Licht. Das war nur ein wenig Todeshumor. Bitte bleib nicht weg vom Licht. Ich will dich nicht jagen müssen. Ich muss einfach darauf klettern und für den richtigen Winkel sorgen. Das sollte passen. Es ist soweit, Jule, und oh, hoffentlich kannst du es von dort sehen, wo auch immer wir Höhlenmenschen unsere Toten vermuten. Ich sehe es, Bongo, ich sehe es. Es treibt mir die Geistertränen in meine Geisteraugen. Komm, unheiliger Mann mit Umhang, du kannst mich jetzt ins Jenseits bringen. Dieses Leben hat mir alles gegeben, was ich wollte. Jetzt können wir eintreten. Endlich. Ich werde langsam schon wieder nüchtern. Ja, wir haben es geschafft ins Büro. Woo! Wir haben es ins Büro geschafft. Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Oppenheimer war voll mit seinen nuklearen Quiz hier. Ganz ehrlich, die hätten mich umgebracht, wenn ich jetzt nicht schon tot wäre. Ist das der Geist von einem Baum? Hey, für den habe ich mehrere Minuten gebraucht. Es ist leer. Wir brauchen hier kein Wasser, aber es bringt die ganze Eintönigkeit eines Büros zum Ausdruck. Auf dem Kalender steht nur ein Datum. Jetzt. Wer ist denn dieser leuchtende Kamerad? Sehr erfreut, mein Herr. Hier landen die bösen Seelen. Wirklich? Ich brauche auch so einen Seelenaktenvernichter. Einfach die Seele da rein und dann wird die zerschreddert. Das scheint die Getränkerechnung für eure Weihnachtsfeier zu sein. Kein Wunder, dass du betrunken bist. Dann wollen wir das mal aufmachen und sehen, ob wir die Nummer umschalten können. Sieht aus, als würde jede Nummer aus 3 Teilen bestehen. Ich muss die richtige Kombination finden, damit auf der Anzeige die Nummer 324 erscheint. Hallo Wirsch. Es ist schon 0 Uhr. Oh, es ist wirklich schon 0 Uhr. Krass. Die Anzeige ist umgeschaltet. Nächste Nummer wird angezeigt. Jetzt kann der nächste Geist in der Warteschlange zum Schalter kommen. Nach den Feiertagen meinst du wohl? Nach den... Oh, sieht aus, als wäre für den alten Chuck noch einmal alles einigermaßen gut gegangen. Es sei denn, du erzählst noch niemanden von meinem kleinen Missgeschick, oder? Vielleicht können wir eine Vereinbarung treffen. Ich hoffe, ihr habt nichts gegen die zusätzlichen hungrigen Mäuler. Ich könnte nirgendwo sonst hingehen. Als du all diese Gäste mitgebracht hast, war ich mir nicht sicher, ob wir genügend Essen für alle haben. Zum Glück wurde dieses Haus auf einen alten Schlachthof gebaut, also gibt es hier genügend Truthahngeister. Truthahngeister! Ja! Detective, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Es ist nicht ganz das, was du wolltest, aber es ist immerhin etwas. Ich kann nicht ewig leben, Detective, über die Feiertage zurückzukommen und Gary und... Gear Bayern, ich habe keine Ahnung, wie man den Namen spricht, zu treffen, ist für mich das Allerschönste.
Ich verbringe lieber so viel Zeit wie möglich mit ihnen, bevor das Büro wieder öffnet und meine Nummer dran ist. Fuß fest! Eine Sache verstehe ich nicht. Warum hast du nicht einfach das fehlende Nummernkärtchen von Gary genommen und es jemandem gegeben, der nach Hause will? Du weißt schon, anstatt diese ganzen Mühen auf dich zu nehmen, um eine Maschine zu reparieren, die gar nicht kaputt war. Leute, wollt ihr nicht antworten? Alles schön brav aufessen?